Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei euren Crankies in einer weiteren Episode Crash Bandicoot 2. Cortex schlägt zurück. Ja, Hangout machen wir nicht. Das hat man ja letztens schon probiert, das machen wir dann ganz am Ende. Wir machen Leuten Safe. Ja, Leuten Safe ist meine Lieblingswelt, deswegen machen wir die einfach mal. Na, Leuten Safe spielt jeder gerne in diese Welt, das ist schön. Nee, wir machen einfach mal keine Ahnung. Be. Auf jeden Fall. Be was where been. Haben wir auch nochmal gelernt, ne? Hier. Be was where been. Be was where been. Be was where been. Genau. Ich grab mich genau bei diesen Samen da, grab ich mich ein. Natürlich, wenn dieser Sprengsamen kommt. Und ich glaube, den werden wir jetzt mal ärgern. Ist er dumm. Da ist er weggeflogen. Und hier ist ein größerer Schwarm jetzt, oder wie? Komm jetzt. Oh ja, da kamen in der Tat ein paar mehr Bienen raus. Irgendwie haben wir da auch Leben bekommen. Mehr Leben. Wir haben da. Oh, da bekommen wir immer Leben, wenn wir die alle weghauen. Na, dann kommt mal. Kommt mal raus. Nö, klappt gar nicht, wenn wir uns hier eingraben. Kennen wir ja vielleicht noch vom letzten Mal. Das muss hier immer eingraben und dann klappt das nicht so. Ach, das klappt nur, wenn ich vor dem bin. Ah, natürlich. Na, der Abstand war nicht groß genug, deswegen. Mach ich's? Boah. Ein Leben für ein Leben? Ja, genau so. Genauso habe ich mir das vorgestellt und nicht anders. Nein, genauso. Und super war das mal wieder. Crash bringt sich weg, sein Kopf wird groß und wir waren nicht dran schuld. Ja, da haben wir unser Leben wiederbekommen. Und das hier lasse ich nicht auf mir sitzen. Deswegen springe ich mal auf einen Baum und hau alle Nitro-Kisten weg. Natürlich mache ich das. Warum nicht? Ja, warum auch? Lasst mich doch in Ruhe, ihr dummen Bienen. Ich will gar nicht mit euch zu tun haben. Ich habe keine Freunde. Alter! Chill out, man. Komm mal runter. Die Bienen sind aber wieder. Wartet mal, ich richte mal. Soppala? Nein, so. Den Popfilter wieder richtig hier. Den Popschutz, besser gesagt. Ja. Nein, keine Scheißbienen. Gibt nämlich auch Scheißbienen. Das ist nämlich neben diesen ganzen Arten von Bienen, ist das meine Lieblingsart. Die Scheißbiene. Wer kennt sie nicht? Die beste Biene von allen. Das sind ziemlich viele Scheißbienen. Weiß nicht, was ich mit denen soll. Die sind nicht nutzbringend. Die bringen kein Essen, kein Honig, kein gar nichts. Scheißbienen halt. Und was ich mit denen machen soll, weiß ich nicht. Schreibt doch mal in die Kommentare, welchen Verwendungszweck man für Scheißbienen haben könnte. Vielleicht, dass man damit die dummen Hater ärgert. Das wäre eine Alternative. Das wäre gut. Upsala, und weg damit. Oh doch, das. Ihr kriegt mich nicht. Ich hau euch alle weg. Hoho. Nitro. Oh, ich dachte, jetzt bin ich wieder tot. Also dürfen wir hier auch noch Bienen bekämpfen in diesem Spiel? Ich weiß nicht, ob der uns verletzen kann irgendwie, ob der irgendwie Damage macht oder ob der einfach nur Atze ist. Genauso wie diese dummen Bienen. Ich mag Bienen nicht. Ich war auch, glaube ich, früher einer der wenigen Leute, die Biene Maya gar nicht leiden konnten. Ich habe Biene Maya gehasst. Biene Maya ist dumm. Ich weiß nicht, was alle immer an Biene Maya so toll fanden. Genauso wie dieser komische Willi da, ihr Freund Willi. Wilfred, Willi, was weiß ich, Willi war's. Diese schüchterne kleine Biene. Fand ich genauso dumm.
Aber wisst ihr, was das Schlimmste ist? We did it, yeah! Das ist das Schlimmste, Doa! Doa und Boots. Wenn ich diese zwei Idioten sehe, könnte ich einfach nur noch ausholen. Haha, mit Pescata! Nee, also... Nee. Ist ja, obwohl es ja eigentlich seinen Zweck erfüllt, ne, für kleine Kinder so, die dann Englisch lernen, vielleicht nebenbei so. Ist das ganz schön. Ist ja vielleicht auch ganz nützlich. Aber ich habe mir das einmal wirklich reingezogen. Als Jugendlicher kriegst du da irgendwann im Vollschuss eine Macke. Bist bescheuert von diesen Bienen. Also ich bin jetzt einfach mal ruhig. Wir müssen ja auch mal eine Let's Play lang die Fresse halten. Deswegen bin ich jetzt dieses Level lang die ganze Zeit ruhig. So, jetzt haben wir Checkpoint erreicht, da brauche ich nicht mal die Fresse halten. Da kann ich wohl mal weiterreden hier, ne? Oh, Alter, die kommen ja bis hier rüber, die Viecher. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, die kommen dann... Die bleiben dann immer hier an einem Abgrund stehen oder so. Aber nein, die sind weitergekommen. So, Checky die Chan hier haut uns mit seinen... Oder versucht uns zumindest mit seinen Dingen hier wegzuhauen, was er natürlich nicht schafft. Was diese Nitro-Kisten da jetzt von Sinn erfüllen, weiß ich noch nicht. Aber vielleicht werden wir es ja herausfinden. So, der Uka-Uka ist weg. Jetzt bin ich aber aggro, du. Uka-Uka nimmt uns keiner weg. Das ist ein netter Uka-Uka halt, ne? Aber wisst ihr, wann ich eine Rasse kriegen würde? Wenn die uns jetzt ernsthaft hier noch mal... das Level machen lassen, also wenn wir alle Leben verlieren, aber ich glaube, das ist selbst für uns unwahrscheinlich und dumm, dass das passiert. Aber man weiß es nicht. So wie ich spiele, weiß man überhaupt nichts, denn seien wir ernst, mal ehrlich, ich bin nicht der beste Spieler und möchte es auch nicht sein. Das ist ja langweilig, da hast du keine Herausforderung an Spielen und ich finde, ehrlich gesagt, die Erfolgsmomente im Spielen am geilsten. Wenn er endlich weiß, ja, dafür habe ich 10 Stunden gebraucht. 10 verfluchte Stunden habe ich für diesen Mist gebraucht. Und jetzt habe ich es aus eigener Kraft geschafft. So viele Äpfel zu sammeln, wie noch nie ein Mensch zuvor. Deswegen werden uns wahrscheinlich auch die Kisten fehlen, weil wir in manchen Levels die Bonus-Level gar nicht beachten. Deswegen werden uns da manchmal so viele Kisten fehlen. Und ich frage mich dann immer, hä, warum? Warum? Wo kommt, wir haben da alles gesammelt. Ne? Es werden die Bonus-Level sein, denke ich mal. Ihr habt ja vielleicht beobachtet in den vorherigen Parts. Ich beobachte das immer nicht so. Also nicht so. Also könnt ihr mal schreiben, ob das wirklich an den scheiß verfluchten Bonus-Level lag. So, nee, wir lassen das mal lieber aus und konzentrieren uns auf andere Sachen. So, dann holen wir uns den Kristall hier noch schneller. Und dann war es das, glaube ich, fast schon wieder mit dem Level. Nee, also, könnt ihr mir erzählen? Deswegen hieß das bestimmt auch B. Deswegen hieß das B, dieses Level. In diesen verfluchten Bienen. Schwarm! Wenn man vom Teufel spricht, dann kommt er meistens um die Ecke gerannt oder geflogen. In dem Fall kam er um die Ecke geflogen und hat uns kurz vorm Ziel zum Krüppel gemacht. Also langsam ist es nicht mehr witzig. Langsam ist es, ich stelle mir das als Zuschauer auch echt verzweifelnd vor. Wenn du hier so ein Let's Play guckst und dann verliert der Let's Player fast nur, dann stelle ich mir... Wo es an manchen Stellen fast wieder lustig ist. Muss man ja sagen. Leuten beim Ablosen zuzugucken, wie das lustig. Und dann sitzt man so, also bei mir ist es meistens so, ich sitze dann vor dem Fernseher. Mensch, warum hast du denn nicht das und das gemacht, du blöde Sau?
Warum machst du nicht das und das? Ey, du hättest schon längst das und das machen müssen und so weiter. Hier, könnt ihr mal verfatzen, ihr Dummen. Oh, jetzt habe ich gleich zwei Bienen mit einer Klappe geschlagen. Hahaha, bin ich witzig. Nee, aber ich bin diesmal in diesem Part wirklich relativ froh, dass wir das Ende des Levels erreicht haben. Und ja, was haben wir denn? So viele Welten haben wir noch gar nicht mehr. Oh, der Cortex. Zwischenbericht. Crash, doch nicht Cortex. Ich hab nicht viel Zeit. Cortex hat die neue Raumstation beinahe fertiggestellt. Irgendetwas stimmt nicht mit dem, was er sagt. Nimm dich in Acht vor den Tricks. Sag bloß, das, was der Bösewicht erzählt, stimmt nicht? Ey, wie kommst du auf sowas? Spinnst du? Hast du nie mehr alle Tassen im Schrank? Wie kannst du Cortex Glaubwürdigkeit in Frage stellen? Das ist doch... Naja, wir gehen auf jeden Fall erstmal in die Welt. Ruination. Ruination, Leute. Ich bin auch ruinated oder so ähnlich. Und dann schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Oh, das sieht wieder nach einer Temple Run Welt raus, so affenmäßig. Und in dieser Welt sehen wir uns dann in diesem wunderschönen Ausblick auch wieder. Ich sag so lange, ciao, habt einen schönen Nachmittag, macht was draus. Euer Krangest.